Wie lang kann dieses Pony-Spiel denn eigentlich noch sein? Willkommen zurück zu Pony Island. Soll ich nach oben oder soll ich nach links? Ich gehe nach oben. Ach, was, ich gehe nach links. Wie heißt der Mensch? Keeps Approach. Achso, kein Mensch. Ein Schloss. Will ich hier durch? Will ich hier durch? Ich weiß nicht. Nach Norden hat mir mein Freund in Anführungszeichen gesagt. Aber den kann man ja nicht trauen. Ah. Stirb! Ja. Deswegen gehe ich jetzt den anderen Weg. So. Hopp. Ja. Gut, das funktioniert. So langsam werde ich gut darin. Weiter entlang. Was muss er machen? Ach so, der Content hier ist noch nicht fertig. Ich mache eine Pause. Nein? Ja? Ich weiß nicht. Nein. Hey, Ebo, was ist das denn? C3 minus 3? Ah, nein, 3 minus 3, das ist kein C, das ist eine Klammer, ups. Hey, schauen wir mal nach. Position X muss unter 0 sein, Position Y über 0. Und das wird kompliziert. Okay, schauen wir mal. Wir teleportieren uns hier rüber. Achso. So, und jetzt bleiben wir hier, bis die X-Position niedrig genug ist. Okay, und dann müssen wir noch die Y-Position hoch genug bringen. Achso, Mist, jetzt habe ich es auf. Ich hätte erstmal lesen sollen, was da unten dran noch kommt. Dann wäre ich klüger gewesen. Y-Position wird minus 3 und hier unten wird sie plus 1. Da will ich dann durchfallen, aber wo komme ich hin, wenn ich da durchfalle eigentlich? Vermutlich nach hier oben, oder? Ja, natürlich. Okay, Y-Position. Ah nein, warte mal, die wird hier zurückgesetzt auf minus 3. Ich muss mich hier teleportieren. So, jetzt passt es. Okay, jetzt haben wir eine gute Y-Position. Jetzt wollen wir uns hierhin teleportieren. Unsere X-Position anpassen. Und jetzt wollen wir uns zurück teleportieren und nach unten durchfallen. Ja, das sollte es doch gewesen sein. Nein. Ja, perfekt. Achso, dann geht's einfach weiter. Aber jetzt habe ich gar nicht die Wüste jetzt. Dann gucke ich mir kurz nochmal die Wüste an. Moment. So geht's ja nicht. Am Ende habe ich da ein Ticket verpasst. Jeder weiß, Tickets sind die Achievements der heutigen Zeit. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich Yes gedrückt hätte beim Ende des Spiels. Okay. Schnee- und Eiswüste hier. Okay. Die Höhle der Wahrheit. Ah, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Es ist beides so verlockend. Hier wird mich mein Freund rausholen. Keep. Ah, goddamn. Okay, ich gehe doch. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ah. Das ist immer das Schwerste, wenn beide Wege so wirken, als würden sie weitergehen. Wie soll man denn da entscheiden? Ich nehme dann doch den Weg hier. Mit dem anderen komme ich nämlich raus. Aber hier gibt es bestimmt irgendwelche coolen Sachen. Das ist nämlich das Satan Tech Key. Wo die satanische Technik verwahrt wird. Was? Aber nein! Wir machen das schon.
Bosskampf. Nein, nein, ich will da rein, ich will da rein. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Ach so, jetzt kann ich hier rumlaufen, okay. It's gonna work, okay, hope it's good. Folge ich den Schneemännern? Create more ponies. Kann ich auch einfach jetzt nichts? Friendly Content! Wenn er bunt leuchtet, ist er sehr friendly. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Werde ich doch mal in der Umgebung suchen. Okay, hier ist eine Wand. Da oben war, glaube ich, die Decke. Ah, Moment mal, hier ist was. Ganz übersehen. Set S-Data to 0. Wir wollen über 99 haben. Okay, das wird kompliziert. Wir sind hier, gehen da rüber. So weit, so gut. Und dann könnten wir zurück zum Start. Das geht, glaube ich. QS-Data auf über 99 setzen. Ah nein, es wird zurückgesetzt. Moment, brauche ich doch das Portal. Dann portalen wir halt. Geht auch. So schwer sind die Dinger hier ja nicht. Dadurch, dass man sie jederzeit verändern kann, hat man doch sehr viel Macht hier. Okay, jetzt haben wir das über 99. Und jetzt wollen wir hier rüber teleportieren und dann da rausgehen. So? Sollte doch funktionieren. Ja. Neue Schneemänner. Ich glaube, ich folge den Schneemännern. Vielleicht gibt es ein Ticket, wenn ich irgendwo anders hingehe, aber egal. Hallo, Lucifer. Langsam an, niemals. Hinein da. Oh, das wird ja langsam lästig. A-Data, B-Data, C-Data. Und wo möchte ich raus? Da unten. Ich möchte also C-Data erhöhen. Und das kann ich wo machen? Da drüben. Dafür muss meine B-Data hoch genug sein. Und dann muss ich auch meine A-Data hoch genug haben, um dann wieder rauszukommen. Also, wohl, ich könnte mich teleportieren. Also weiß ich nicht genau, warum ich das hier brauche überhaupt. Aber egal. Alles wird auf 0 gesetzt. Dann teleportieren wir uns hier rüber. Diese Teleporter sind viel zu mächtig. Diese Teleporter machen jedes Rätsel trivial. Oder? Achso, nein. Hier wird 25 abgezogen. Ist ja fies. Das heißt, ich will eigentlich hier reinkommen. Und so. Achso, aber dann da komme ich nicht durch. Ach ja. Ist es nicht schön? Okay, das heißt, ich teleportiere mich. Ja, vielleicht machen sie es nicht ganz so leicht. Alles klar. Okay, man muss schon noch denken. Ich teleportiere mich hier hin. Ich warte bis mein A auf 100 ist. Ups, ups. So. Und so. Warte, bis mein A auf 100 ist. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Jetzt. So, jetzt kann ich hier rüber und in diese Schleife gehen. Dadurch sollte mein B über 100 kommen. Und dann möchte ich nach da oben. Okay, B ist gut. Jetzt möchte ich nach da oben. Und mein C hochbringen. Und dann
teleportieren wir uns nach hier und haben das Ding gelöst. So geht's. Wunderbar. It's not ready, I know. But the trees. Beautiful trees. Ich kann sogar übers Meer laufen. Welcome, ist verkehrt rum. Wir sind wieder... Ah, jetzt komme ich vielleicht an das Ticket ran, zum Ticket Lake. Los geht's. Wo war der? Cliffs of Trials, da war ich nicht. Sollen wir weiter hier drüben vielleicht? Nein, da ist Ende Gelände. Aber hier ist die Blutwüste, genau, die Blutnebelwüste. Mit diesmal richtig schönem blutigen Nebel. Hier ist die richtige, normale Wüste. Und wo war der See? Ach, hier ist schon die Höhle. Wo war denn der See? Das ist das Schloss. Nein, das muss viel tiefer gewesen sein. Das war, glaube ich, noch unter der Wüste, kann das sein? Wie gesagt, hier drüben irgendwo, aber es scheint das nicht mehr zu geben. Der See ist weg. Verdammt! Warum ist diese Welle hier rot? Ah nein, hier ist er! Warum ist er denn hier? Und wo ist das Ticket? Nein, wo ist mein Ticket? Ich wollte mein Ticket haben! Das ist so gemein. Dann gehe ich jetzt nochmal zu dieser Cave of Trials. Ah nein, Cave of Truth. Okay, ich kann da nicht rein. Vielleicht kann ich in seinen Keep jetzt rein. Nochmals. Jetzt habe ich natürlich doch die Cave nicht besucht. Ach, Mist. Wie man es macht, ist es falsch. Hier leuchtet irgendwas, aber es ist, glaube ich, nur Dekoration. Ah, ja, da ist was. Eine Kiste. Oder sowas. Vielleicht auch nur ein Level. Hey, updated graphics. The final level, Bosskampf. Ja, let's do this. I am ready. Oh Gott, ich hoffe, ich kann ihn besiegen. Natürlich ist er der selbst der finale Boss. Nein. Das ist, nein. Ich kann ihn nicht mal anschießen. Oh, das Portal. Soll ich wirklich? Soll ich? Ach was, ich kämpfe. Ah, okay. Nichts wie weg. Belzebub. Ach so, jetzt kommt der zweite Erzdämon. Alles klar. What? Was? Wie? Was? Was? Wo? Damit war doch nicht zu rechnen. Okay, der schießt da mit Stacheln. Den muss ich ausweichen. Und unten am Boden kommen auch Stacheln, über die muss ich drüber springen. Und die ganze Zeit freue ich auf sein Gesicht. Oder auf sein Symbol da oben. Ja, das... Ah, ja, ja, dass das doch funktioniert. Okay. Okay, jetzt hat er unten ein Symbol. Das geht ihm auch noch kaputt. Ich hatte das schon die ganze Zeit, ich hab's noch nicht gemerkt, aber egal, wir haben ihn. Erster Versuch. Sehr gut, löschen wir die Datei. Bevor der unsere Seele klaut. Okay. Ach, natürlich nicht. Moment, mein Cursor lässt sich nicht mehr bewegen.
Er ist gefangen. Oh, wenn ich es kaputt mache, kann ich kein Pony Island mehr spielen. Ja, genau. Der Plot geht nur weiter, wenn ich es lösche, was? Voll Meta. Okay, jetzt, er lenkt ihn ab. Löschen wir das Ding, oder? Löschen wir das Ding? Ich würde gerne auf beide schießen. Ich kann nicht auf beide schießen. Ich lösche das Ding. Full, full, full. Oh no, it's deadly neurotoxin from Portal 2. Da steckt doch noch so ein Metaplot dahinter, weil vorhin kam einmal meine Hand ins Bild, also in der ersten Folge und so, und ich sitze ja quasi nur vor dem Bildschirm hier. Ja, ja, ich wusste es. Metaplot. Kann ich irgendwie raus hier? Kann ich mich umschauen? Kann ich mit WASD laufen? Oder mit Pfeiltasten? Nein, ich kann nur das Spiel starten. Ah, Pony Island! Wunderschön, so wie es gedacht war. In Pink, mit Ponys und ohne Satan. Oh, von wegen. Hallo Freund, mein Name ist Louis Lucifer. Nein. Ja, ja, Pony Island, whatever. Ja, das wissen wir doch schon. Wir spielen als wunderschönes Pony, das über Gatter springt. Oh, wunderschön. Oh, wunderschön. Und hopp. Und hopp. Oh, die Gatter sind auch so schön niedrig. Oh, voll toll. Was passiert, wenn ich sterbe? Moment. Oh, er sagt nicht mal was dazu. Er hat nicht erwartet, dass wir verlieren. Die Musik ist auch schön. Ja, das gefällt mir. Hier möchte ich bleiben. Hier fühle ich mich wohl. Das kann ich den ganzen Tag spielen. Aha, ich kann Wind machen. Ich dachte jetzt einen Regenbogen oder sowas. Oh, und die Schmetterlinge verscheuchen. Damit sie mich nicht kitzeln. Oh, so süß. Whee! Whee! Und, oh, meine wunderschönen Flügel. Oh mein Gott, das ist so großartig. Hey, Moment. Er hat es mir nicht erklärt. Oh oh. Er kommt dahinter, dass wir es schon wissen. Aber er hätte es auch rechtzeitig erklären müssen, weil, hallo? Wir werden in diese Gatter reingerannt. Und was dann? Könnten wir uns irgendwie einen Huf brechen oder sowas? Oder einen Splitter einfangen. Ich möchte eigentlich mal sehen, wie ich die Schmetterlinge kitzel. Oh, 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 ich sehe da ein bisschen Corruption. Puzzle Break! Lass mich raten, so drei Teils aufeinander, dann verschwindet. Nein. Ach so. Die Schmetterling. Ach ja, ach so. Mit schöner Grafik ist alles viel schöner. Ja, dann, gib mal her das Schild. Und das Schild. Und, muss nur schnell sein bei diesem Spiel. Ist ja easy. Da, was ich jetzt wohl gemacht habe.
natürlich, natürlich. Oh, wie er kleine Fragenzeichen über sich hat, weil er nicht weiß, was er tun soll. So süß. Und der Regenbogen. Okay, das erklärt er mir nicht. Oh, ist ja nichts. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, das kann ich ja nicht bewegen. Oh, ist ja fies. Muss nur schnell sein. Ach, da kann ich es aufmachen. Was ist das? Was ist das? Kann ich... Hä? Was ist das denn? Hm. Packen wir es mal da rein und gucken mal einfach, was passiert. Oh! Oh! Eine Klonfabrik! Okay. Wunderbar! Wow, das ist neu! Das ist neu! Egal welcher Butterfly Schmetterling nach Hause kommt, Hauptsache einer tut's. Aber wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann komme ich ja immer noch nicht durch das Tor durch, weil ich nicht weiter nach drüben kann. Ich muss dann ja... Wie soll ich denn... Also, das verstehe ich nicht. Ist sowas kaputt. Und außerdem sehe ich hier den Text hinten dran. Schlecht verborgen. Es gibt doch gar keinen anderen Weg für mich, hier rüberzukommen, irgendwie. Ach doch, natürlich, ich bin ja doof. Ich kann ja wieder schnell sein. Ah, das war nicht schnell. Ja, funktioniert. Oh Gott. Niemand hat mir gesagt, dass das hier ein Puzzlespiel ist. Ich dachte, ich kann mit Ponys rumrennen, nicht mit Schmetterlingen irgendwelche. Okay, let me stop you right there. Diese Tore müssen wir aufmachen. Das heißt, wir brauchen einen Butterfly ganz da drüben. Das heißt, das muss dahin und das muss dahin. Und jetzt der erste Butterfly splittet. So, jetzt wollen wir den nochmal splitten. Der darf einfach runter. Das läuft sich mal dahin. So, jetzt müssten die alle durch die Tore durchkommen. Ah nein, das blaue Tor wird von blauen. Oh, das ist ja... Oh. Ätzend! Aber das heißt, der wird schon zurückgesetzt? Ich fürchte, das wird einen Frame zu langsam sein, bis dieser den blauen Button hier erreicht. Nein, es funktioniert. Oh, wow. Okay. Da war ein Auge. Ich hab's genau gesehen. Ja, zurück zu den Ponys. Oh. Hier hat sich einiges getan. Was? Ich hab... Was? Was ist das? Das ist ja... Ja, hier, alles okay. Ich hab Wind und Schmetterlinge. Alles super. Okay, ich schieße mal besser nicht auf die. Ach, jetzt ist das ein Spiel, wo man zielen muss. Das ist ja unfair. Aber wenigstens keine Gatter. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich einfach auf alles lasern kann, was kommt. Jetzt kann ich es nicht mehr. Aber der Kopf ist immer noch so beweglich wie EMG. Dom, 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 ess das Gras. Ess das Gras. Oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Schreckliches. Das wird bestimmt voll schwer jetzt. Was? Habe ich einen erwischt?
Habe ich ein Gatter erwischt? Was ist passiert? Ich habe bestimmt ein Gatter erwischt. Also fokussiert auf das Ziel, dass ich ein Gatter erwischt habe. Ja, das hier auch fast. Okay, der Baum da hinten wechselt immer zwischen tot und lebendig. Hup. Premium Modus. Place forehead to screen to release soul or continue. Das ist ein bisschen creepy. In filthy peasant mode. Na gut, na gut. Dann glaube ich, mache ich einfach mal Folgendes. Moment. So. Stirn an den Monitor.